So, hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Nicola Herrmann. Ich bin Hebamme und bin heute hier, um das Thema zu sprechen, warum Babys weinen. Ganz kurz was zu mir. Ich bin seit 1991 Hebamme. Ich leite eine Elternschule und gebe Online-Kurse und bei mir könnt ihr alles machen von der Milch zum Brei bis hin zur Familienküche. Das sind meine Themen und natürlich genauso wie heute hier die klassischen Hebammen-Themen. Ja, fangen wir mit was ganz Grundsätzlichem an. Die Frage, warum Babys weinen oder ob das viel oder wenig ist, ist immer sehr, sehr unterschiedlich. Die einen halten das für viel, also ich sag mal abends ein paar Stunden, und die nächsten halten halt, ne, mehrere Stunden am Stück für viel. Also was ist viel? Das lässt sich in letzter Konsequenz immer gar nicht so ganz genau klären. Wichtig ist einfach nur zu gucken, wie es dir und dem Kind damit geht. Also bedeutet, am allerbesten, und das ist mein Tipp, bevor ich überhaupt anfange, dir weitere Tipps zu geben, ist, wenn du das Gefühl hast, dein Baby schreit besonders häufig und besonders viel, dann schreibe ein Protokoll, ein sogenanntes Schlafprotokoll. Und ja, schreib ganz genau auf, wann schläft dein Kind, wann ist es wach und wann weint es. Ja, und was tust du dagegen? Ich komme da am Ende nochmal drauf zurück, weil das sehr wichtig ist. Aber grundsätzlich ist es halt wirklich so, das ist sehr, sehr relativ, was jeder so als belastend empfindet und als viel. Und deswegen müssen wir erst einmal klären, wie viel weint dein Baby denn jetzt wirklich? Ja, und dann, wie es hilft dir dann einfach hinterher mit den Fachleuten zu kommunizieren oder beziehungsweise, wenn du dann. Ja, wenn du dann halt dich an deine Hebamme, an deinen Kinderarzt wendest, dann ist es sehr, sehr hilfreich, dieses Protokoll vorlegen zu können. Weil das ist mir in der Nachsorge immer wieder passiert. Es ist einfach so, was der eine als viel empfindet, ist für den anderen noch gar nicht so viel. Also viel ist relativ. Und von daher schreib es auf, damit wir wissen, worüber wir reden, wenn du dir dann auch Hilfe holst bei deiner Hebamme, bei deinem Kinderarzt. So. Genau, also einfach wirklich nochmal klären, was ist es, und für dich ist das oder für euch ist es auch manchmal sehr, sehr gut zu sehen, wie viel ist es denn wirklich. Weil gefühlt ist es manchmal so viel. Man hat das Gefühl, das Baby schreit den ganzen Tag, und wenn man es dann aufgeschrieben hat, dann sieht man nochmal, dass das gar nicht so ist, dass es lange Schlafphasen gibt und dass es sich einfach nur so wahnsinnig viel anfühlt. Ja, das ist dann erstmal ein erster Schritt zum Beispiel, um da besser umgehen, um da selber mit besser umgehen zu können. Ja, zu sehen, ah, okay, das fühlt sich für mich total viel an. Es ist aber in Summe noch gar nicht so wahnsinnig viel. Was kann ich tun, damit wir das natürlich auch reduzieren, aber dass es mir auch besser damit geht. Also da wäre dann der erste Fokus erstmal nochmal wieder zu gucken, wie kann ich das Ganze so gestalten, dass es mir besser damit geht. Das ist ein ganz anderer Ansatz als zu sehen, oh, das Kind hat vielleicht wirklich irgendein Problem und da müssen wir ran. Ja, also ich will das eine, weder das eine noch das andere bewerten. Also ich will jetzt nicht sagen, ach Mensch, stell dich nicht so an. Nein, auf gar keinen Fall. Ne? Wenn es einem selber noch nicht gut mitgeht, dass das Kind halt abends weint, dann muss ich da eine Lösung für finden. Und wenn ich das Gefühl habe, ja,
das ist mir einfach oder es ist sehr, sehr viel, dann muss ich gucken, dass ich ein Setting finde, wo ich da auch besser und gelassener damit umgehen kann. Ja? Also es ist Bearbeiten an beiden Seiten. Ja? Also das wäre jetzt erstmal das, den Tipp zu geben, schreib es auf, gucke und guck, wie viel es ist. So, dann gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass es vielleicht so ist, dass sein Baby in den Abendstunden viel weint. Ja, weil das ist der Klassiker. Der Klassiker ist, dass abends Kinder viel weinen und da hat es ganz, ganz viel mit unserem heutigen Leben zu tun. Stell dir immer vor, wo die Kinder herkommen. Das heißt, die kommen aus deinem Bauch. Da ist es dunkel, da sind keine Gerüche, da sind andere Menschen nur ja, durch den Bauch zu hören, sage ich jetzt mal. Also da ist ein Schutz vor. Und jetzt ist dein Kind geboren und das ist auf einmal alles da, so boom. Ja, da sind Gerüche, da sind Geräusche. Du bist nicht mehr ständig da. Die Kinder sind nicht mehr ständig in einem Körperkontakt. Das muss man sich auch einfach vergegenwärtigen. Die ganze Schwangerschaft über ist das Kind permanent in einem kompletten Körperkontakt. Das fällt auf einmal alles weg. Ja? Das ist für die Kinder wirklich, das ist ein Kulturschock. Also anders kann man es gar nicht sehen. Stellt euch vor, ihr kommt aus dem Wellnessurlaub, ihr seid den ganzen Tag nur gepampert worden, ihr kennt keinen Hunger, ihr kennt keinen Durst, alles ist super easy den ganzen Tag. Und dann kommt ihr nach Hause und es ist nur noch Stress, ihr müsst arbeiten, es ist laut überall, es ist kalt vielleicht auch und irgendwie total ungewohnt. Ja, und damit müssen die Kinder ja auch erstmal umgehen lernen. Und das ist immer nochmal wieder ganz wichtig, sich da nochmal zu erinnern, auch wenn es vielleicht jetzt erstmal ganz banal klingt. Aber macht euch klar, was für die Kinder bis jetzt nochmal gewesen ist und was jetzt für viele, viele Eindrücke auf die Kinder zukommen. Ja? Dann kommt noch dazu, dass ich ja als Mutter selber auch nicht als Mutter geboren worden bin, ja, sondern da gibt es einfach viel, was ich auch noch so an Sicherheit erlangen muss. Auch ein Hebammenklassiker ist, ich komme zum Hebammenbesuch und klassischer Spruch, boah, die hat die ganze Zeit geweint. Und jetzt, wo du da bist, jetzt ist es, ja, ist ja typisch. Und das passiert nicht nur einmal, das passiert mehrere Male hintereinander. Und was passiert da? Das ist auch da einfach alleine schon das Wissen, dass ich gleich komme. Ja, und da bestimmt eine Lösung für haben werde. Ob ich die nur habe oder nicht, sei dahingestellt. Aber ich habe die Lösung. Das ist für die Frau in dem Moment klar. Und dann fängt die an, sich zu entspannen. So, das Kind ist ganz, ganz eng mit der Mutter vernetzt und die merkt sofort, ah, okay, Entspannung, irgendwie die Kuh ist vom Eis, ich scheine schlafen zu können, ja, und deswegen schläft das Kind. Oder, ja, das Kind ist noch total unruhig, ich nehme das auf den Arm und es schläft ein. So, und dann kann ich das ablegen, weglegen und es schläft. Total frustig für mich als Mutter, ja, super, super frustig. Aber auch das hat was damit zu tun. Ich bin einfach total gechillt, weil ich weiß, zum einen dieses Phänomen kenne, außerdem stresst mich das überhaupt nicht, dass das Kind weint, weil ich kann ja nach meinem Hausbesuch wieder gehen. Ja, und dieses alles überträgt sich aufs Kind. Natürlich, ne, meine Gelassenheit, außerdem kenne ich das, das ist mein Job. Und ach ja, dann machen wir mal ein bisschen so und oh, was hast du denn? So, ne, und weg. Super, super frustig. Ist jetzt auch nicht so der tolle Tipp zu sagen, entspann dich, aber damit ist wirklich ganz, ganz oft, wird da ganz, ja, das ist ein häufiger Grund, warum Babys auch weinen, weil die merken, wie angespannt und unsicher man selber ist. Also immer wieder versuchen, sich runterzuholen, immer wieder sagen, das ist ganz normal erstmal alles und ich kriege das schon hin, ja, und nicht verzweifeln. Das ist auch der Grund, warum tendenziell beim ersten Kind
Kinder gefühlt mehr weinen als beim zweiten, weil beim zweiten, man hat das alles schon mal durchgemacht und so. Und man weiß, ach ja, das war beim letzten auch so, ach, und da hat ja immer geholfen, dass ich das und das gemacht habe. Ja, also, wie gesagt, das ist jetzt wenig hilfreich, wenn ich in der Situation bin. Aber vielleicht hilft dir jetzt Folgendes, wenn du dir einen Aktionsplan sozusagen machst. Sein Aktionsplan ist, das Baby weint dann und dann viel und dann mache ich mir einen schönen Plan und überlege mir, was ich tue. Ja, und du nimmst dir Sachen raus, wo du selber dich gut bei entspannen kannst. Ja, dass du sagst, ach, okay, wir gehen dann eine Runde und setzen uns auf den Ball oder wir versuchen es mit einer Massage. Das kann aber, massieren muss man immer gucken, das kann in dem Moment, wenn ein Kind so aufgedreht ist, nicht gut klappen. Aber was wirklich oft ganz gut hilft, ist einfach nur auf den Arm nehmen, ins Tuch tun, ein bisschen bewegen. Also das ist immer ganz, ganz gut. Und wenn das nicht hilft, vielleicht auch das Baby an den Vater abgeben, wenn der dann da ist. Oder aber vielleicht ist die Oma da oder sonst irgendjemand. Nur, dass ich dann auch selber wieder rauskomme aus meiner Anspannung und wieder das Vertrauen haben kann, dass das Baby auch gleich wieder ruhig wird. Ja, aber wie gesagt, wenn du alleine bist, versuch dir so einen Aktionsplan zu machen. Was tue ich? Weil alleine das gibt schon so viel Sicherheit zu wissen, ach ja, ich kann ja das und das gleich machen. Ja, das gibt Gelassenheit. Ja, das ist so ein bisschen wie zweites Kind spielen, sag ich jetzt mal. Ja, weil man weiß einfach, was man jetzt gleich machen wird. Eine große Hilfe also. Genau. So, dann kann es natürlich sein, dass das Kind Hunger hat, ganz klar. Aber wir haben häufig gar nicht so viel Hunger. Aber auch da stillen beruhigt und wenn es damit einschläft, ist es dann ja auch gut. Dann ist, wie gesagt, oft ein Punkt, dass die abends sehr, sehr müde sind. Also ein Klassiker ist Schreien zwischen 19 und 23 Uhr ist eine Zeit, da sind Kinder unruhig. Da wird viel geweint und da ist oft wirklich dieser Punkt. Ja, es ist einfach zu viel los in unserem Alltag. Ja, da komme ich noch mal auf meinen Eingangstipp, wirklich sich zu überlegen, was die Kinder heutzutage alles leisten müssen. Überlegt euch, wie es früher war. Wir hatten eine Großfamilie, so und dann wurde da auch nicht viel aus dem Haus gegangen, sondern alle waren da und es war klar, wer einem helfen kann, ob das nur gut war oder nicht. Aber man war erstmal grundsätzlich versorgt, man musste sich meistens erstmal nicht um den Haushalt kümmern. Die Oma und die Mutter haben einem vielleicht auch noch mit dem Baby geholfen. Also eine ganz, ganz andere Situation und vor allen Dingen nicht die Situation rein ins Auto, raus aus dem Auto, komplett neue Umgebung. Also all diese Dinge haben früher nicht stattgefunden. Und das ist für viele Kinder heute einfach auch zu viel. Nicht für jedes Kind, ganz klar. Aber für viele, denen ist das einfach zu viel. Ja, gerade am Anfang. Gerade wenn die noch so mit diesen vielen Eindrücken zu kämpfen haben. Also versucht auch da wieder für euch eine Routine zu finden, was ihr an Minimum braucht, so an Aktivität, ne? Weil es ist ja auch, wie gesagt, es ist nicht mehr Großfamilie. Wir sind oft den ganzen Tag mit den Kindern alleine. Und dann, ja, und dann braucht man auch einfach mal einen Ansprechpartner. Ja, einfach mal einen Erwachsenen, mit dem man spricht. Aber auch das wieder, überlegt euch, macht euch da einen Plan, was ist so okay und dann testet ihr das mal aus, wie das ist, wenn die Tage so einen Rhythmus haben. Ob das gut geht. Weil Rhythmus hilft immer. Ich weiß, dass es das total unbeliebt ist, sowas zu sagen. Aber. Jetzt mal, möchte ich ja noch einen ganz klugen Spruch loswerden, der da heißt, man ist immer so alt wie sein jüngstes Kind. Und das in diesem Satz liegt wirklich sehr, sehr, sehr viel Wahrheit. Und das bedeutet ganz klar, ich sollte mir vorstellen, ja, ich bin noch, ja, was würde mir auch gut tun? Und das muss ich dann auch so umsetzen. Das heißt, ich brauche am Anfang mit einem Neugeborenen relativ
viel Rhythmus, relativ viel Zeit, um mich auszuruhen und relativ viele Phasen, wo einfach auch mal nichts passiert. Ja, also ich weiß, nicht so der unbedingt trendige Spruch in der heutigen Zeit, aber mal für mich ein ganz, ganz großes Problem, warum viele Kinder abends so aufgedreht sind, weil es einfach zu viel war. Und wie gesagt, und da wieder ein Stück weit hinzukommen zu Rhythmus, und es hilft auch für dich selber, dir den Tag neu zu organisieren. Gut, dann der Klassiker, das Bauchweh. Ja, also es wird ja unglaublich oft die Diagnose Blähung gestellt. Die Kinder haben manchmal Blähungen, ja, aber nicht in der Häufung. Es ist natürlich einfach gut, eine Diagnose zu haben, da können dann alle gut mit leben. Ich meine, das hört sich jetzt böse an, ich meine das gar nicht so böse. Ne? Auch da geht es wieder darum, um Sicherheit. Ne? Wenn ich weiß, das Kind hat Blähungen, kann ich damit umgehen. Wenn ich nicht weiß, was es hat, ist es schwierig. Ja, aber Blähungen sind es gar nicht so wahnsinnig oft. Und vor allen Dingen, ein Zopf, den ich heute hier unbedingt abschneiden möchte, ist, dass der was mit der Ernährung zu tun hat, also mit der Stillernährung. Stillen und Blähung des Kindes stehen in keinem Zusammenhang. Das ist einfach so. Ich weiß, dass viele sich da sträuben und sagen, nein, und das ist aber so, und wenn ich das und das gegessen habe und das Kind schreit, dann schreit das Kind abends auf jeden Fall. Ja, aber dann probiert es einfach nochmal aus. Es ist so, dass die Kinder danach nicht vermehrt schreien, weil keine blähenden Substanzen von der Muttermilch aufs Kind übergehen. Wenn man sich das nochmal vielleicht ein bisschen logisch anders herleiten möchte, dann sollte man einfach gucken, was wird in anderen Ländern klassischerweise gegessen. Ja, also bei uns ist ja alles verpönt, was mit Hülsenfrüchten, mit Zwiebeln und sonstigen zu tun hat. Ja, und wenn ich jetzt aber mal über meinen Tellerrand, über meinen kleinen gucke, dann sehe ich, dass in anderen Ländern sowas zuhauf gegessen wird, quasi Hauptnahrungsmittel ist. Ja, oder wenn wir auch da wieder, gucke ich auch gerne wieder in unsere eigene, wie war es denn vor 150, 200 Jahren? Dann war das Haupt, Nahrungsmittel, um durch die Winter zu kommen, waren Hülsenfrüchte zum Beispiel. Ja, also das hätte ja ein Fiasko sein müssen, wenn alle Kinder das nicht vertragen würden. Es ist nicht so. Also es gibt keinen Zusammenhang zwischen Stillernährung, Stillen und Blähung. Was Blähung auch wirklich macht oder Bauchweh, ist unsere klassische, ich nenne es mal, Kleidung. Ihr seid jetzt hier schon mit Mama Ogio befreundet, von daher denke ich mal, dass ihr da einen anderen Weg geht. Aber guckt noch mal, was die Kinder heute klassischerweise anhaben. Die haben gerne Jeanshosen an mit so einem dicken Bund. Ja. Und das drückt auf den Bauch. Wenn ihr euch eure Kinder anguckt, vor und nach dem Stillen, wie der Bauchumfang da aussieht, ja, das ist, da hat man, da sind ein paar Zentimeter Spiel drin. Ja, und dann drückt dieser dicke Gummibund, drückt auf den Bauch. Ja, und von daher wirklich die Kinder in Strampler packen, in irgendwas, wo es halt nicht am Bauch drückt. Ich kann das verstehen, die sehen sehr, sehr süß aus in diesen Jeanshosen, überhaupt keine Frage, aber es ist nicht das Richtige, um Tag ein, Tag aus darin in seinem Bettchen zu liegen. Ihr zieht ja auch keine Jeans an, wenn ihr ins Bett geht. Also von daher, oder wenn ihr turnen wollt, ja, kommt kein Mensch auf die Idee, eine Jeans anzuziehen. Oder wenn, dann geht es nicht gut. Also von daher. Ja, guckt auch da nochmal, dass die Kinder wirklich was anhaben, was weich ist, was ja, wo die sich gut drin bewegen können und wo der Darm auch arbeiten kann. Und das einfach dann nicht auf den Bauch drückt. Ja. Also das ist, denke ich, ein besserer Tipp, als zu gucken, dass ich möglichst alles aus meiner Ernährungsstreiche. So, ich gucke mal gerade, da ist eine Frage ankommt. Was ist mit Pumphosen? Die haben ja auch einen Gummibund. Also da würde ich einfach gucken. Wenn das so ein ganz, ganz weiches Gummi ist, ne?
dann geht das. Und das ist ja auch nochmal was anderes als dieser dicke, sehr harte Jeansstoff. Ich würde sagen, probier es einfach aus. Probier es einfach aus. Wenn jetzt wirklich ein Kind viel weint, lass mal die Pumphose dann einfach weg. Guck, ob es sich verändert. Und wenn es sich nicht verändert, dann liegt es halt nicht an der Pumphose. Also ich würde mal sagen, tendenziell, wenn es sehr weich ist und gut nachgibt, dann ist das was anderes als ein dicker Jeansstoff. Aber im Zweifelsfall hilft einfach auch ausprobieren. Genau. Ja, dann noch was zum Mythos tragen. Es wird ja immer noch wieder gesagt, man soll die Kinder nicht so viel tragen, es würde verwöhnen, und wenn man die bei jedem Pieps hochhebt, dass man sein Kind verwöhnt. Also ich hoffe doch, dass es inzwischen in den meisten Köpfen angekommen ist, dass das nichts mit Verwöhnen zu tun hat, sondern ihr könnt eure Kinder so lange tragen, wie ihr möchtet. Ja, nochmal mein Bild zu Anfang, was ich gegeben habe. Das haben vielleicht nicht alle mitbekommen. Ich habe gesagt, stellt euch vor, wo die Kinder herkommen. Die kommen aus der Gebärmutter raus. Das heißt, die sind den ganzen Tag in diesem wunderbaren Körperkontakt. Ja, die fühlen euch den ganzen Tag. Und warum sollen die das jetzt auf einmal nicht mehr haben? Ja, wo sowieso alles schon so super fremd ist. Ja, gebt ihnen das, gebt ihnen diese Sicherheit. Und das ist auch der Grund, warum die Kinder, wenn die getragen werden, weniger weinen, weil die das kennen. Die kennen die Bewegung eures Körpers. Das gibt denen ganz, ganz viel Sicherheit. Ja, also macht nicht den Fehler zu denken, oh, die Kinder müssen abgelegt werden und so weiter. Also das ist halt was da. Das hat man uns leider generationenlang eingeredet, das ist aber totaler Blödsinn. Also von daher, solange ihr die Kinder tragen könnt, tragt die. Ja, wenn es von euch aus keinen Grund gibt, die nicht tragen zu können, tragt die. Ja, im ersten Lebensjahr, da ist man sich inzwischen ziemlich einig, kann man die Kinder nicht verwöhnen. Erziehung fängt im Prinzip nach dem ersten Lebensjahr an. Im ersten Lebensjahr geht es wirklich darum, denen Sicherheit zu geben, denen immer wieder klar zu machen, ich bin da für dich. Und das Ganze in einer Art und Weise, dass es für beide gut geht. Weil ich als Mutter muss ja auch mit meinen Ressourcen haushalten. Das heißt, wenn ich ein Kind im Tuch habe und ich kann dabei Mittagessen kochen, ich kann dabei meinen Haushalt machen oder aber ich kann dabei einfach mal ganz gemütlich eine Tasse Kaffee trinken und wir sitzen zusammen auf der Couch. Ja, was spricht dagegen? Kinder sind generationenlang getragen worden und da ist nichts mit passiert. Also von daher, nehmt die Kinder, tragt die, die brauchen diese Nähe und die brauchen euren Geruch. Das gibt denen ganz, ganz viel Sicherheit. Ja, also das sind so ein paar grundsätzliche Dinge, die ihr tun könnt, wenn eure Kinder viel oder abends weinen. Nehmt die, wie gesagt, gebt denen Nähe, gebt denen Sicherheit. Legt die nicht irgendwo ab, es sei denn, ihr könnt nicht mehr selber, dann ist das was anderes. Aber grundsätzlich gilt viel Körperkontakt, viel Nähe, viel tragen und ihr habt ein sehr viel ruhigeres Kind. Und je ruhiger ihr selber dabei sein könnt, umso besser. Gut. Ja, dann hatte ich am Anfang schon gesagt, führt ein Schreibprotokoll, ein Schlafprotokoll. Ich nenne es lieber Schlafprotokoll. Also wenn ihr jetzt wirklich das Gefühl habt, oh Mann, ich mache das alles und wir haben wir kommen schon, gehen ja schon gar nicht mehr aus dem Haus und wir machen ja schon gar nichts mehr, nur damit Ruhe, Ruhe, Ruhe ist und trotzdem, wir haben solche Probleme und das Kind weint wirklich über einen sehr langen Zeitraum, dann führt dieses Schlafprotokoll und dann wäre der nächste Schritt vielleicht entweder Arzt oder Hebamme drauf zu gucken, je nachdem, was vielleicht gerade angesagt ist oder was der leichtere Weg für dich ist. Und dann kann man, ne, dann nehmt ihr dieses Schlafprotokoll halt mit, Entschuldigung, und zeigt denen das, weil damit können die dann arbeiten. Wenn die sehen, ah, okay, so viel Wachphasen gibt es, so viel Schreiphasen gibt es, so viel Schlafphasen gibt es. Da kann ich dann wirklich auch mit arbeiten als Hebamme. Ja? Und wenn ihr irgendwas tut,
dann schreib das auch dahinter. Ja? Also, habe auf dem Ball gesessen und geschockelt, habe das Kind im Tragetuch getragen, hat nicht geholfen. Am besten auch noch wie lange, ja. Nicht 2 Minuten ins Tuch gepackt, hat nichts gebracht, wieder rausgefummelt, ja. Also, was dann wirklich gut zu ersehen ist, was waren meine Maßnahmen, was habe ich getan? Und dann kann ich damit meiner Hebamme oder meinem Arzt was ganz Wertvolles an die Hand geben, weil damit kann er wirklich arbeiten. Mit, wie gesagt, das Baby weint so viel, ja, da kann ich nichts mit anfangen, ja, weil, wie gesagt, da weiß ich nicht, ist das was, was jetzt nur das Empfinden der Frau ist oder ist es wirklich so? Das heißt, ich muss erstmal mindestens 10 Minuten nachfragen, wann weint das, was machst du da und so weiter und so weiter. Das heißt, das spart unglaublich viel Zeit. Von daher und vor allen Dingen macht es mir auch möglich, eine wirklich gute Aussage zu treffen und zu sagen, okay, lass uns gucken, was können wir da tun? Das hast du alles schon gemacht, super, dann wäre jetzt der nächste Schritt. Ja? Also, und was wäre dann der nächste Schritt, wenn man jetzt wirklich das Gefühl hat, boah, das ist ne, wirklich viel, was das Kind weint und wir haben so das Gängige eigentlich auch getan, dann gibt es eigentlich, wenn der Hebamme und dem Arzt auch nichts mehr einfällt, dann ist ein Gang zum Osteopath auch immer noch sehr, sehr wertvoll. Ja, weil es ist einfach so, dass ja, bei der Geburt, ich erzähle euch nichts, ja, da wirken Kräfte, das ist unglaublich, die wirken auf den Kopf, auf den Halsbereich ein. Die Kinder sind manchmal gar nicht gerade und das ist all das, was ein Osteopath ganz wunderbar, ganz sanft lösen kann. Und ich habe es immer wieder in der Praxis erlebt, dass nach einem Besuch beim Osteopathen Ruhe war. Ja, und mir sind im Nachgang, ich bin ja jetzt nur schon ein bisschen länger Hebamme, sind mir ganz viele Kinder eingefallen, wo wir wirklich verzweifelt sind und nicht wussten, warum die geweint haben. Und heute, wo das ja mit der Osteopathie doch relativ verbreitet ist, sind mir ganz viele Kinder eingefallen, wo ich denke, boah, das wäre es wahrscheinlich gewesen. Ja, das wäre wahrscheinlich das gewesen. Wir hätten wahrscheinlich gucken müssen, ob da irgendwie durch die Geburt irgendwas verschoben ist, was Probleme macht. Ja, also von daher ist das immer gut investierte Zeit. In den meisten Fällen wird es ja inzwischen auch von den Krankenkassen getragen, sich da beraten zu lassen, beziehungsweise einmal vorbeizugehen und zu gucken, ob der was für einen tun kann. Nächster Schritt danach wäre die Schreiambulanz. Da müsstet ihr einfach mal googeln, wo wohnt ihr gerade. Gibt es bei uns eine Schreiambulanz? Ja, und dann macht man sich dort einen Termin. Das wäre immer der gängigste Weg. Ja, und das wäre auch das, was ich euch dann rate. Sucht euch wirklich dann wirklich auch Hilfe, wenn man merkt, okay, es geht jetzt hier zu Hause gar nicht mehr. Holt euch Hilfe. Und vor allen Dingen, es ist ja ein langer Weg von weint viel bis zu ich gehe zur Schreiambulanz. Holt euch da auch Hilfe aus eurem Umfeld. Je nachdem, wenn ihr Omas habt, Tanten habt, wer auch immer, ja, lasst die kommen, lasst die eine Runde mit dem Kind um den Block gehen. Die meisten Kinder sind ja im Kinderwagen leise. Und dann meistens freuen Omas, Opas sich, wenn sie was zu tun haben oder auch irgendwelche Nachbarn, netten Nachbarn, die freuen sich vielleicht einfach mal wieder einen Babywagen zu schieben und in der Zeit könnt ihr euch ausruhen, ja, und könnt einfach mal die Augen zumachen, wieder Kraft schöpfen, das ist ganz, ganz wichtig, ja, weil wie gesagt, früher hatten wir dieses Konstrukt der Großfamilie, früher hat man das auch nicht alles alleine gemacht. Wir denken ja immer, wir müssen das alles hinkriegen. Wenn wir das nicht alleine hinkriegen, dann sind wir irgendwie keine gute Mutter, keine gute Ehefrau, was auch immer wir sind. Ja, aber das ist einfach absoluter Blödsinn, weil früher wir ein ganz großes Netz hatten, was uns aufgefangen hat. Und da war die Mutter da, die Oma da, Tanten da, wer auch immer, und die haben einem das Kind abgenommen und man hat das nicht alleine gemacht. Ja? Also von daher, versucht da euren Kopf auch frei zu kriegen und zu denken, boah, alle anderen kriegen das gewuppt, nur ich kriege das nicht gewuppt, das ist Quatsch. Ja? Gut.
Gut, das war es ein kleines bisschen zu warum Babys weinen. Ich hoffe, ich konnte euch da noch ein paar, schon mal ein paar Tipps mit auf den Weg geben. Und am 10.2., also hier sprich am kommenden Freitag, habe ich noch mal ein Webinar zu dem Thema. Wenn ihr Lust habt, ich verlinke euch das gleich hier unten in den Kommentaren. Dann könnt ihr da auch gerne noch mal dazukommen. Da werde ich natürlich noch mal einige Sachen noch mal erklären. Aber ich habe Möglichkeiten im Webinar, solche Sachen dann auch noch mal sichtbarer zu machen. Und dann wird es auch noch mal klarer. Ihr seid alle vielleicht auch von Anfang an dabei und stoßt nicht dazu. Also von daher, wenn ihr Lust habt, kommt da noch mal sehr gerne dazu. Da bekommt ihr dann auch diese Listen, von denen ich gesprochen habe, dieses Schlafprotokoll und auch noch mal Notfallprotokoll. Da habe ich dann noch mal alles aufgelistet. Und dann braucht ihr euch das nicht selber bauen, wenn ihr das möchtet. Ja, das bekommt ihr dann alles im Webinar. Gut, ja, das war es von meiner Seite. Wenn ihr keine Fragen mehr habt, dann bleibt es mir nur noch, heute Abend darauf hinzuweisen, dass auf meiner Seite, meiner Facebook-Seite, die verlinke ich auch gleich nochmal hier unten, es heute Abend einen Live-Call zum Thema Beikost gibt. Also wer Lust hat, heute Abend nochmal dabei zu sein, kommt sehr gerne auf meine Seite, 20 Uhr, der Live-Call zum Thema Beikost. Gut, ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Macht's gut. Wir sehen uns im März wieder. Mit einem neuen spannenden Thema. Also von daher, ich freue mich und ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Bis dahin, tschüss!